Erinnert ihr euch an den Harnischträger? Komm hier nicht hoch. Komm hier nicht hoch, sie können nicht klettern. Was ist mit dem Harnischträger? Und dann Das da so die Hand unten ist seine von der Beute. Kasims Mund weg und sieht auch wieder deutlich entspannter aus, nachdem Bridgian das gesagt hat. Ja gut, dann. Ja, auch egal. Das da unten ist seine Beute. Betäuben ihre Opfer und fressen sie von innen. Was sind das, so wie kleine Käfer? Eine Art Würmer. Aber ziemlich viele, Bäh. oder? Scheint so, man kann ja kaum was erkennen von hier. Der gesamte Boden bewegt sich. Ihr fühlt euch fast wie in einem schwarzen, aufgewühlten Meer. Und die Dinger bewegen sich nur nachts oder auch tagsüber? Also sie streifen auch tagsüber durch die Gegend. Sie reagieren auf Erschütterungen im Boden. Das heißt, wenn wir so etwas sehen, müssen wir ganz schnell gucken, dass wir über die Bäume oder so hochkommen. Meister Brenigian, ihr seid doch Zauberer. Ja. Ihr könnt doch bestimmt Feuerbälle werfen. Nein, kann ich nicht, aber wo sollte uns das jetzt helfen? Jetzt nicht, aber es würde uns die Viecher vom Leib halten, falls es drauf ankommt. Nein, tut mir leid, ich kann keine Feuerbälle werfen. Aber sie sind, man kann ihnen entkommen. Sie sind ausdauernd, aber nicht schneller als ein Mensch zu Fuß. Sicher, denn Die Leute tragen doch dicke Rüstung. Schau doch mal, die sind doch so dumm, die gehen in Rüstung hier rein. sie gehen des Nachts durch den Wald, wo man sie kaum sieht. Wissen ja gar nicht, wo man hintritt. Deshalb schlafen wir auf den Bäumen. Was tun die überhaupt hier mitten im Dschungel? Also die Hafaias und nicht die Käfer. Was die Käfer hier tun, ist klar, die leben hier. Tja, die Hafaias Gleises glauben ist in das. der Nähe der Mine, oder? Die Hafaias glauben das wahrscheinlich auch, dass sie hier leben. Aber ich meine, warum genau hier? Hier gibt es nichts. Doch, Rebellen wahrscheinlich. Es gibt bestimmt überall Genau. Rebellen, oder? Es wagen sich immer wieder ein paar Hafajats in den Dschungel und Rebellen anzugreifen. Aber manchmal holen sie sich auch Sklaven aus den Dschungeldörfern. Das kann vorkommen. Gibt hier Dörfer? Selbstverständlich. Überleben die? Klar. Dadurch Und geben die verstecken noch sich alles, alle was sie Dörfer. brauchen? Ich meine, wie werden die nicht von, gestikuliert mal runter Richtung Boden, diesen Käfern gefressen oder Marasken oder Taranteln oder was auch immer? Wir laufen mit offenen Augen durch die Welt. Verhalten müssen. Ich denke, die wissen genauso viel wie Brindigen über Pflanzen, die Natur und naja, wahrscheinlich wird es auch sie ab und zu erwischen, wenn man Pech hat. Oder? Sicher, vorkommen kann das immer. Hätte auf meine Mutter hören und zur Travierkirche gehen sollen. Da hätte ich jetzt meinen eigenen Schrein und könnte schön auf meinem Hintern sitzen. Ach ja, Alan, ich glaube, du bist doch ganz glücklich, wo du hier bist, oder? Bin glücklich, wenn der letzte Paktierer seinen Kopf verloren hat. Ja, das nimmt Magnus, den er bei sich auf dem Schoß hatte, und hebt ihn dir einmal rüber. Hier, streiche den Kleinen mal. Wer ist ein guter Junge? Du bist ein guter Junge. Vermutlich beißt er nach mir, weil ich ja auch die komische Salbe drauf habe. Aber Der das ist mir schläft, egal. der ist hundemüde, wie ein Hund eben müde sein kann. Der schläft einfach. Gleich nicht mehr. Und Rigo gibt sich wieder mit dem Arsch in die Astgabel, kontrolliert noch einmal seine Tasche, dass sie wirklich so zu ist, wie sie zu sein soll, lehnt sich wieder dagegen und versucht noch ein wenig auszuruhen. An Schlaf ist ja hier irgendwie nicht zu denken. Vielleicht kann er aber den Vorteil nutzen, dass es jetzt ruhig ist und er ein wenig schlafen kann. Beobachte noch mal eine Weile lang den Boden unter dem Baum, ob sich die Maraskan-Federn jetzt immer noch weiter in die Richtung der Hafajas fortbewegen. Ja, man kann keine wirkliche Bewegung in diesen Wellen ausmachen, aber irgendwann wird es weniger und verschwindet es. Die grobe Richtung magst du vielleicht abschätzen mit einer Orientierung. Dann kannst du vielleicht vorhersagen, in welche Richtung sie getrieben werden. In Richtung Südost. Das heißt, wirklich auf der Jagd waren sie wohl nicht, sondern nur der Erschütterung folgend, aber jetzt wieder der ursprünglichen, ja, Richtung weiter folgt. Einige wurden in Richtung der Roten Legion, die da immer noch um den aus dem Dschungel heraus versuchen zu rennen, und die anderen bewegen sich wohl weiter nach Süden.
sind wohl nicht daran interessiert, da jetzt irgendwelche Soldaten zu töten. Was auch Aber immer sie für eine innere Ruhe, was auch die immer sie für eine. Rotlegionäre sind ungefähr in die Richtung gelaufen, auch wo wir herkamen, oder? Richtig. In Richtung Straße. Gut, dann lege ich mich irgendwann auch wieder hin, wenn, ja, wenn das stiller wird. Regeneration. Alles ist still. 1W6 minus 4. Nicht ins Negativ, oder? Nicht ins Negativ. Nee, das hatten wir neulich schon mal in der Duke der Zeiten geklärt. Negative Regeneration gibt es nicht. Das wäre dann, außer bei bestimmten Ausnahmen. Das wäre dann Schaden, den ihr verteilt über den Tag bekommt. Also jetzt, wenn ihr irgendwie in einer eisigen Kälte unterwegs seid, dann bekommt ihr halt über den Tag verteilt 2W6 SP am Abend und ihr dürft dann halt regenerieren. Aber Ich wieder normal, oder? du kannst wieder normal regenerieren. Anderen Drigo, schnelle Heilung 1 oder so. Ich habe eine Konsti-Probe geschafft. Oh, da war ja Oh, stimmt, Konsti- und Intuitionsprobe noch. Konsti geschafft. Wow, ich kriege einen Lebenspunkt. Intuition nicht geschafft. Ja, ich krieg einen Lebenspunkt, da bin ich bei 16. Aber der Punkt aus der Konsti-Probe ist in den 1W6 ja nicht drin. Der ist separat, oder? Du hast jetzt gesagt, 1W6 minus 4. Das war seine Aussage zur allgemeinen Sache. Also kann ich eine Konsti-Probe würfeln. Konsti kann natürlich auch noch sagen, dass die andere erschwert ist, aber das hat er nicht. Nee, Also einfach die Konsti-Probe. Und dann gehen wir einen Punkt mehr, wenn die gelingt. Was ich meine ist, wenn ich habe eine 4 gewürfelt. Eine 3 würfel und minus 4 habe und dann durch die Konsti-Probe noch einen kriege, wird der mir nicht auch noch abgezogen, weil ich ja minus 4 habe. Nein, nein, nein. Also wenn du eine Doch, 6 natürlich, würfelst, klar. wenn du eine, wenn du eine 6 würfelst, regenerierst du 2 Lebenspunkte. Und dann zusätzlich die Konsti-Probe. Und wenn ich Und eine wenn du eine 1 gewürfelt hast und hast die Konsti-Probe nicht vorher gewürfelt, was du eigentlich vorher tun musst, dann regenerierst du trotzdem keinen Punkt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, das wäre ja, weil die Konsti-Probe wird mit dem Umweltmodifikator eigentlich zuerst verrechnet, bevor die Regenerationsprobe kommt. Sicher? Natürlich. Das wusste ich zum ich. Beispiel auch nicht. Alle Umweltmodifikatoren werden doch erst zusammen addiert und subtrahiert und dann Ich meine auch. Ich meine, Natürlich. Er hat recht. Das halte ich für fragwürdig. Das ist aber auch das einzig Realistische. Gut, nicht Aber du hast wahr, dann nur 4 wissen gewürfelt. 4 minus 4 ist 0. Konsti-Probe geschafft, ist dann noch ein Punkt. Ist doch Ja, also hat Kasim einen bekommen. Und dank cooler Sonderfertigkeiten immerhin zwei Astralpunkte. Und Vorteile. Der schlechte Regeneration hat eben eigentlich minus 5 und die Konsti-Probe ist zusätzlich erschwert. Falls jemand den Nachteil schlechte Regeneration genommen hat. Ich glaube ja, Bredicien hat das, ne? Ja. Aber der darf ja auch grundsätzlich normal regenerieren, ist sein Vorteil. Ja, genau. Weil er Wegen Maraskan Maraskan ist. kundig ist. Er wird in Kuntium dann richtig auf die Fresse kriegen. In Kuntium vielleicht nicht, weil es da Maraskaner Viertel gibt, aber auf dem Festland. Ja, die trockene Hitze wird ihm wahrscheinlich nicht bekommen. Vor allem Ja, jetzt mal so. ich sag einfach mal Bier. Richtiges Bier. Oh! Ich Alles glaube, klar. den verpassen wir erstmal Feuer. Ihr Immer könnt dann Feuer. wieder aufstehen, fühlt euch nicht mehr ganz so schlimm wie am Vortag. Das ist natürlich immer noch unglaublich unangenehm. Aber ja, die Kleidung ist wahrscheinlich noch so wie am Vortag. Bei dem einen oder anderen ein bisschen besser, bei dem einen oder anderen nicht. Da ist sie vielleicht noch schlechter. Könnt euch dann wieder das Gerödel schnappen und nach unten klettern. Ja. Dann mal los. Dann mal los. Was meint ihr, in 2 Tagen sind wir an den Bergen? Ah, ich glaube, wir brauchen noch ein wenig länger. Und dann erst beginnt ja der gefährliche Part in den Bergen. Aber vielleicht ist es dann nicht mehr so heiß. Die Hitze ist nicht das Problem. Das Problem ist, sind diese ganzen scheiß Pflanzen überall. Wenn das Bruder, in den Bergen Schwester. Oder Schwester, wir sollten uns unbedingt fernhalten von dem Legionär, der dort liegt. Wahrscheinlich haben sie Eier oder so etwas in seinen Körper gelegt, auch wenn seine Höhle noch vorhanden ist. Solange etwas Fleisch noch da ist, nisten sie dort drin. Nicht bewegen, Also nicht das. anfassen, einfach einen großen Umweg. Sehr Sehr gut. gut. Lass uns doch einfach wieder die Reihe laufen, die Schlachtenreihe hier oder die Schützenreihe, und dann ist die Sache doch geklärt. Dann macht der Anführer da einen Bogen drum. Aber danke für den Tipp.
Gut, ja, ihr kommt dann wieder an verschiedenen Elefantenbäumen vorbei und könntet dort auch erkennen, wie wohl die Orusche, das ist der Baum, den Brendigian schon am Vortag oder vor 2 Tagen sich einmal bedient hatte und diese merkwürdigen Kerne abgepflückt hatte. Ihr könnt sehen, wie sich die Ranke um diesen Elefantenbaum geschlungen hat, von links nach rechts, und den Elefantenbaum zerdrückt hat. Über die Jahre hinweg, über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht hinweg, hat diese Ranke diesen Elefantenbaum, einen gigantischen Baum, umschlungen, zerdrückt, den Sauerstoff, ja, so, wenn man so etwas braucht, dann abgequetscht, sodass nur noch der Horusche, also dieser Baum, als Ranke sich selbst stützt. Der Baum darin schon verkümmert, abgestorben, schwarz wuchernd, und ihr an dem, ja, an den Blätterrand, ja, wieder ein paar schwarze Flecken erkennen könnt. Was sind das für schwarze Flecken? Können die ja. Ist das normal so? Macht die Pflanze das immer? Eigentlich nicht. Was sind das für Flecken? Weiß ich das? Kannst mal Magie von der Würfel. Hilft da meine Spezialisierung? Welche hast du denn? Dämonologisches? Ja. Damit weißt du auch schon, was es ist. Nur als Spieler. Ja, aber je nachdem, wie viel. Punkte. Da ist die Spezialisierung schon drin. Achso, Nee, du da kommen dann kannst. noch zwei drauf. Genau, da kommen noch 2 drauf. Kannst du auch eintragen, mit dem Bonus 2, und dann kannst du dann den hinteren Wert anklicken. Sollte aber gelungen sein. Also, du weißt, dass sich das maraskanische Binnenland leider verändert. Das ist noch nicht immer so gewesen. Etwa seitdem Borberat aufgetaucht ist. Bruder, Schwestern, das sind die Auswirkungen der Ungeschaffenen. Das Verändern die heißt, Natur. auf diesen Bäumen sollte man auch nicht übernachten, richtig? Von diesem hier würde ich keine Kerne essen wollen. Okay, gut zu wissen. Können Und auch wir nicht schlecht darauf auf dem übernachten, Boden meinst du, oder was? übernachten? Besser auch das nicht. Besser, wir halten uns davon fern. Guter Tipp. Vermutlich wird es jetzt schlimmer werden, je weiter wir kommen. Je schneller wir aus diesem Dschungel raus sind, desto besser. Ihr geht die, ja, Meter weiter. Stunde um Stunde vergeht. Wieder eine Pause, die ihr macht. Und ja, mit dem richtigen geschulten Blick kann euch immer mal wieder eine der Blätter auffallen, die dann nicht mehr ganz so schön rot sind, sondern die von außen nach innen hin zu faulen beginnen. Teilweise auch andere Blätter, die immer noch grün geblieben sind und sich vom Sommer gar nicht an den Winter gewöhnt haben. Die strahlend grün hier, ja, verblieben sind, und auch die grünen Blätter sind merkwürdig schwarz. Teilweise sind die Baumstämme schwarz geworden. Einige sehen so aus, als ob ein Blitz sie gespalten hätte. Wie genau sehen die aus, als hätte ein Blitz sie gespalten? Du kannst sehen, wie sie, ja, abgestorben sind, und irgendwo auf, ja, 2 Meter kannst du sehen, dass sie wohl da gegabelt sind und der Stamm nicht weiter nach oben führt, obwohl er das irgendwann mal getan hat. Und da wohl irgendetwas, ja, vielleicht ist da auch was rausgekommen aus diesem Baum drin gewachsen und ist dann aufgebrochen. Aber es könnte auch ein Blitz sein. Dieses typische Bild, wenn ein Blitz halt einen Baum spaltet. Jalan wird tatsächlich, zumindest beim ersten, vermute ich auch den Tag über, wenn man mehrere davon sieht, ab und an mal einen davon herantreten und mir die Hand dranlegen und im Stillen ein kurzes Gebet an Rondra sprechen. Und dann weitergehen, als wäre nichts gewesen. Ich weiß, wie er fühlt. Ja, vielleicht können wir mit unserem Auftrag an der Mine einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich das alles hier wieder seiner üblichen Pracht zurückformen wird. Hoffentlich. Wäre eine Schande, wenn wir uns ganz umsonst hier durchgequält haben. Ja, das stimmt. Nicht gerade lebensfreundlich hier. Daraus fasse ich mit den Händen hinter den Kopf. Mir fehlt die Seeluft, das salzige Wasser, das Kreischen der Möwen.
Ja, man vermisst Boran beinahe, nicht wahr? Ja. Hat jemand Fährtensuche? Ja. Ja. Einfach mal reinschmeißen. Dann Magnus, da, also der ist ja noch nicht ausgebildet, aber ist das eine Fährte, wo er vielleicht mal, er hat ja mal an diesen Katzen geschnüffelt. Jo, Kasim hat es auch mit einer maximalen Erschwernis von 9 geschafft. Ja, ich würd dir Magnus als eine minus 3 anrechnen auf deine Fährtensuche. Sicher 5 Sterne über. Maximal Erschwernis 10. Dann ist es Jahala, dem es auffällt. Und auch Kasim kann herantreten. Es ist keine wirkliche Fährte, die ihr findet, weil das hohe Gras, die Farne, die hier wachsen, alles überwuchern. Es ist eher ein Tier, was ihr findet, was am Boden liegt. Ein Vogel, sieht aus wie ein Papagei. Das, was euch allerdings auffällt, hier tot am Boden liegt. Ist er verwachsen mit etwas? Ihr könnt sehen, wie aus dem Vogel an der Seite Spinnenbeine heraushängen. Haarige Spinnenbeine. Nanu, was ist das denn? Meister Brennigian, kommt doch mal her. Da wäre Kasim starrt Brennigian. das an. Anstatt eines Schnabels hat das Ding Zangen. Während wir auf Brennigian warten, nehme ich einfach mal meinen Dolch, mit dem ich ja schon seit Tagen jedes Teil absteche, und pieke es einfach mal. Nicht berühren. Warst du ganz Okay. trocken von Kasim? Das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, es wird schlimmer. Dass eins von diesen Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Tieren. Das hätte vielleicht War echt mal ein eins. stolzer Papagei sein können. Weiß und rot gefiedert. Ziemlich großes Exemplar, ungefähr so groß wie eure Hand, aber die Spinnenbeine sind echt widerlich. Ich schmeiß einfach mal eine Magiekunde drauf. Hat das Ding Flügel? Ohne Erschwernis wären es 5 Sternchen. Das musst du wissen, was du mir dazu jetzt sagen Du kannst. hast keine Ahnung. Es ist, ja, der eine Flügel, da wo die zwei Spinnenbeine heraushängen, die sind natürlich herausgewachsen aus dem Körper und nicht hineingesteckt oder so. Der eine Flügel ist leicht verkrüppelt. Gibt das Sollten Tier wir. noch? Nee, ist tot. Sollten wir etwas tun? Es verbrennen oder so? Das macht keinen Sinn, glaube ich. Lass Lass uns es wieder hier liegen. weiterziehen. Wir werden noch auf viele solcher ungeschaffener Wesen stoßen. Was ist das? Das ist irgendwas Böses. Das spüre ich, aber mehr weiß ich nicht. Was ist das, Brindidlian? Eine Missbildung. Der ganze Urwald, und die Tiere, die Pflanzen, die vermischen sich und werden etwas Chaotisches, Neues. Die Ungeschaffenen folgen in da keinem System. Schaffen einfach nur irgendetwas nicht lebensfähiges. Nachdem ihr eine weitere Stunde gereist seid und euch niederlasst, kommt es zu dem Punkt, wo sich Emira Misabu von euch verabschieden muss. Bruder, Schwestern, ich werde jetzt an dieser Stelle aufbrechen. Wir haben die Sümpfe hinter uns gelassen und wir sind nun ins Tiefland eingedrungen. An dieser Stelle muss ich leider diese naja, Maraskenführer finden. Dadurch, dass ich etwas schneller ohne euch bin, würde ich doch einfach sagen, ich suche euch wieder und komme dann mit dem Maraskenführer wieder zu euch. Eure Spuren sind nicht zu übersehen, wenn man weiß, wo und wie man suchen muss. Achso, natürlich, einen Moment. Sie nimmt einmal eine ihrer Spangen. Das ist eine ganz normale Spange aus Silber und drückt sie dann Brintijan in die Hand. Weil damit kann ich dich wieder finden. Du solltest sie am Irgendetwas besten nicht tun, dass du verlieren. mich finden kannst? Nein, nein. Wenn du diese Spange bei dir hast, dann finde ich dich. Gut. Welche Richtung müssen wir als nächstes? Ihr wollt den Amran Anji besteigen. Es gibt die ein oder anderen Pfade. Ich würde euch einfach vorschlagen, geht in Richtung West-West-Süd. Sie deutet in eine Richtung. Hier, du kannst meinen Diskus nehmen.
Sie drückt dir den Diskus in die Hand. Schmeiß ihn einfach in Richtung der Bäume und dort, wo er niedergeht, sammelst du ihn wieder auf und in die Richtung geht ihr. Danke, Bruder, Schwester. Ich werde deinen Rat befolgen. Rodrigo hat es bereits erkannt. Genau das ist der Fall. Wie gesagt, ich werde euch finden. Etwa in 1, 2, naja, mit eurer Geschwindigkeit vermute ich, dass ihr ihn in 2 oder in 3 Tagen begegnet. Es gibt wohl eine Ausgrabung von einem der Fremdigis, die hier schon seit einiger Zeit auf der Insel leben. Das ist eine Ausgrabungsstätte, die ich ungern besuche, aber wenn ihr dort vorbeikommt, könnt ihr sicherlich bei ihm Unterschlupf finden. Er ist einer von euch. Gut. Er lebt alleine dort, oder? Nein, nein, er hat einige Leute, die noch bei ihm sind. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ich glaube, sie kommen aus von der Insel Festum. Ist Festum eine Insel? Nein. Ja, im Norden Aventuriens. Zumindest kommt er, glaube ich, von da. Eine alte Ausgrabungsstelle, die er seit einiger Zeit wieder untersucht. Wer geht Aus denn mitten in Festum. den Dschungel, um etwas auszugraben? Sagt, ist dieser Mann ein Zauberer? Ich glaube, so nennt man das. Sagt man ihm einen leichten Wahnsinn nach? Ihr seid doch alle wahnsinnig. Nein, Oh. nein, mehr als wir. Hi. Bist du dir Heißt ja sicher, Zuf. dass du den kennst, wenn du aus dem Raschstuhl 2 kommst? Von Rakorium hat jeder schon mal gehört. Ich nicht. Ich meine, der war doch sogar mit im Raschstuhl mit den Gezeichneten. Nein, Rakorium ist es nicht. Den kenne ich. Der wohnt in Boran. Aber irgendwas hatte er wohl mit ihm zu tun. Keine Ahnung. Eure Namen klingen alle so gleich. Das müsst ihr Rakorium sagen. oder Usba, alles das gleiche. Macht ja nichts, gleiche Jin. Ist ja auch alles der gleiche Jin-Name. Aber wie gesagt, ich werde euch finden und komme dann mit dem Maraskenführer zu euch. Gerade in den Bergen sollten wir nicht ohne eine solche auftauchen. Wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber wie gesagt, seit einiger Zeit können wir die Berge auch nicht mehr so betreten. Warum nicht? Das wissen wir nicht, hab ich doch eben gesagt. Ihr müsst zuhören. Aber irgendwas würdet ihr doch wissen, warum ihr die Berge nicht betreten könnt. Oder steht ihr einfach davor und denkt, ja, wir können da nicht hoch. Nein, das ist es nicht. Es ist eher, dass wir angegriffen werden. Und die Marasken laufen anders als die Menschen und können das verhindern. Ist vom Und Herber der Horst beschriebenen guckt zu. Schwestern, oder? Richtig, Bruder, Schwester. Dem ihr das sagt, dass die Marasken anders laufen als die Menschen, guckt Ferdaus zu Yalan. Ihre Blicke treffen sich und Ferdaus macht seine Geste mit seinen Händen, als wenn acht Füße den Boden berühren würden. Und er will ihr vermitteln, so laufen die mit acht Beinen. Ich schüttel nur den Kopf und gehe irgendwo anders hin. Mit Und nicht von Prodigian seid acht ihr in guten Beinigen. Händen. Und naja, wenn ihr eine Karte anfertigt von der von den Dingen, die ihr unterwegs findet, zusammen mit Sarigidian, also Sari, und der Orientierung, wie gesagt, könntet ihr eigentlich gar nicht. Es kann gar nicht klappen. Da bin ich mir sicher. Dann warten wir darauf, dass du uns mit dem Eukolizaner wieder einholst. Sehr gut. Mit dem was? Der Eukolizaner, es ist eine meistens auch Priester von den Zwillingen. Aber sie haben gelernt, mit den jungen Maraskern zu sprechen. Er ist der Führer. Ah. Spinnensprache, zwinkert sie euch einmal zu, herzt und drückt dann einmal alle und gibt euch noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg, ein paar Grüße an die Familie in Järgarn, in Tutzak, wie man das eben so macht, in Klatsch. Beziehungsweise erzählt euch auch Dinge, die ihr sowieso schon wisst, aber dann wisst ihr, dass auch alles beim Alten ist. Damit verabschiedet sie sich von euch und lasst euch allein. Wie ist es jetzt? Meine Zeit, Ihr aber habt ich habe gerade gedacht. die Mittagsrast angetreten, sodass ihr jetzt, nachdem ihr eure Füße wieder ausgeruht habt, kommt immer ein bisschen besser damit klar. So
Eure Füße schmerzen zwar immer noch, aber von Tag zu Tag sind sie weniger rot und weniger geschwollen. Außer der Fuß von Ephadaios. Der sieht böse aus. Ja, ich zieh mal meinen Stiefel aus. Ich juckt schon die ganze Zeit so dermaßen. Was ist das denn? Hat das Ding da Eier reingelegt? War auch keine Spinne. Weiß ich doch nicht, was das ist. Kasim sagt mit der ihm eigenen, absolut trockenen Art und Weise, muss der ab. Na, du kannst sehen, wie sich da so eine kleine Beule gebildet hat, über der Wunde, die du von der Zunge bekommen hast, und das, ja, diese Beule hat sich so ein bisschen grünlich verfärbt. Es tut auch weh und puckert ein bisschen. Vielleicht solltet ihr das mal anstechen. Muss man den Fuß abtrennen? Warum denken hier immer alle zuerst ans Abtrennen? Daraus schaut zu Pork vor und schüttelt den Kopf. Nee, noch nicht. Borkums denkt etwas betrübt sein Hackebeil. Magister Brindigian, kennt ihr euch mit sowas aus? Lass mich doch nochmal ansehen. Du bist den Verband? Ja, Ist ja komplett feucht, ich hatte es doch trocken verbunden, oder nicht? Ein bisschen geschwitzt habe ich schon. Aber es ist nur Schweiß dran gekommen, nichts anderes. Nee. Könnt beide mal eine Sinnschärfe würfeln auf Sicht. Ich hab draufgespuckt. Spucke hilft doch. Und Rico setzt sich zu Jalan. Jalan, was hältst du eigentlich von der Idee, wenn wir hier irgendwo mal auf Maraska, auf dem schönen Land hier, unseren eigenen Stützpunkt einrichten würden? So als Rückzugspunkt für unsere Schiffe und so. Für unsere Schiffe? Ja, ich plane ja für die Zukunft, für größer. Nun, Maraskan ist, schaut sich mal um, mitten im Dschungel, im Nirgendwo, technisch gesehen, natürlich ein Teil des Mittelreichs, und als solches ist das Land bereits vergeben. Wir können nicht einfach irgendwelches in Besitz nehmen. Na, wir könnten ja zumindest, pass auf, eins können wir doch machen. Was hältst du denn, ich habe mal diesen Ort Charazin gesehen, wo wir dran vorbeigefahren sind, als wir nach Boran gefahren sind. Sari Teufland holt so eine große Maraskan-Karte hervor, auf der sie auch schon den einen oder anderen roten Punkt gemacht hat, irgendwelche Zeichnungen angefertigt, und lädt sie dann euch hin. Wie wir die Hafajins von dort vertreiben und Charazin nehmen und sagen, dass wir das Land sozusagen so lange halten, bis die Mittelreiche in den Strom kommt, dann übergeben wir denen das. Das wäre doch total reichstreu. Ja, natürlich. Selbstverständlich eine Befreiung eines Teils Maraskans. Sei es nur um einen Brückenkopf für spätere Angelegenheiten. Genau, wir machen einen Brückenkopf für das Mittelreich. Und gleichzeitig haben wir dann einen Hafen. Liegt dieser Teil nicht im Lehen des Baron Perlenmeer, oder irre ich mich da gerade? Ja, das liegt ja so Perlenmeer technisch bestimmt. Ja, klar, ist ja ein bisschen nördlich von Boran. Nun, am besten unterbreiten wir ihm dann diesen Vorschlag einmal. Er wird uns da sicherlich einiges zu sagen können. Ja, das klingt gut. Ich wüsste aber gern, ich wende mich an die Magierin, war es richtig? Das ist die Navigatorin. Ich wüsste gern, warum diese Karte noch nicht weggefault ist. Wir haben sie imprägnieren lassen, aber das liegt eher daran, dass die salzige Luft sie auch angreift und dass wir es so oder so machen müssen. Kann man sowas mit Bogensehnen tun? Mit Bogensehnen? Das habe ich noch nicht versucht. Kann sein, dass das steif wird und dass sie dann nicht mehr ordentlich schießen. Verfaulen sie zwar nicht mehr, aber dann... Du musst deine Bogensehnen in Fett einlegen. Also richtig in so ein Döschen. Wir hatten damals auch mal Bogenschützen im Sumpf unten bei uns, und die Bogensehnen gehen auch ganz schnell kaputt. Und deswegen setzt eigentlich jeder auf Wurfspeere. Aber die Leute, die es getan haben, die von den Schiffen kamen, die sozusagen die Nicht-Einheimischen eben, die haben dann sozusagen so kleine Döschen gekauft. Hier sozusagen, hier so aus unserem weißen Stein meistens. Ich weiß nicht warum. Und da war dann eben ganz viel Fett drin, und dann haben die ihre Bogensehnen da eingelegt, mehrere gleichzeitig, dass sie komplett im Fett eingeschlossen sind. Fett, ja, es würde zumindest das Wasser fernhalten. Also, wir mussten sowas ja nie machen. Wir hatten sie einfach immer dieses bezüglich dieses Basenbaus, wir haben über sowas bisher noch nicht nachgedacht, mit dem Kapitän Sanin. Was wir tun ist, dass wir auf Maraskan die ein oder anderen Schätze vergraben, Vorräte oder sowas, und wenn wir irgendwie
knapp bei Kasse sind oder knapp an Vorräten, dann können wir an Maraskan an verschiedenen Stellen anlegen. Aber so etwas wie die Eroberung einer Stadt haben wir bisher noch nicht geplant. Naja, Charasim, ich weiß nicht genau, das sahen wir beim Vorbeifahren aus dem Fernrohr, aus dem Fernauge, sah mir das irgendwie nicht so groß aus. Ich weiß nicht, wie viele Leute da leben, aber naja, wenn da nicht viele Leute leben, dann sind da wahrscheinlich auch nicht viele Wachen eben. Vermutlich hat man, wenn man dort erst einmal die örtlichen Machthaber beseitigt hat, zumindest so lange Ruhe, bis jemand dran denkt, Steuern einzutreiben. Vielleicht kann man das Ganze ja täuschen, indem man guckt, dass man die Steuern trotzdem abgibt. Ich meine, das ist nicht gut, aber na gut, das ist gar nicht gut. Na gut, man muss schauen. So wie ich Hafax einschätze, schert ihn das vermutlich gar nicht, solange das Gold reinkommt. Also ich finde ja, der schönste Ort, um dort zu leben, ist auf einem Schiff. Du hast keinen festen Wohnsitz und du wohnst immer auf dem Wasser. Ich kann fast gar nicht mehr schlafen ohne den Wellengang. Ja, aber man kann ja trotzdem einen Rückzugshafen ab und zu haben. Und wenn wir mal jetzt hier irgendwie größere Dinge vorhaben, halte ich einen Hafen für total super. Vielleicht ja, können wir da auch irgendwie noch unsere eigenen kleinen Häuschen hinsetzen. Stimmen wir Rodrigo zu. Es ist vor allem besser, als das Schiff bei vollem Seegang reparieren zu müssen. Ihr habt euch ja richtig viel vorgenommen. Tja, erstmal müssen wir das hier überstehen. Der Dschungel ist ziemlich anstrengend. Mir tun die Füße weh. Geschlafen habe ich schon und wie seit Tagen habe ich gefühlt das Gefühl nicht mehr vernünftig. Ja. Gestern die Nacht war das erste Mal, dass ich ein bisschen schlafen konnte, aber ja, ich muss mich erstmal hier dran gewöhnen, das ist gar nicht so einfach. Doch wollt ihr euch bereits auf Maraskan niederlassen? Da habt ihr die Schönheit Maraskans aber schon schnell erkannt. Am Wasser, wo man schnell wieder weg kann. Ja, Magister Bonditian, was ist das denn jetzt hier? Ja, erkenne ich da was? Ja, du untersuchst das ein bisschen genauer. Hast kurz das Gefühl, dass sich darunter irgendwas bewegt. Vielleicht ein kleiner Wurm, der eingeschlossen ist. Unabhängig davon, was die da beobachten, zünde ich mal meine Öllaterne an und halte da meinen Langdolch rein, dass der vorne heiß wird. Wenn da irgendwas noch? Ist, und wenn das gemacht ist, reiche ich den einfach mal wortlos an Brindisi an. Danke, Yalan. Evergene, das scheint sich irgendetwas drunter eingenistet zu haben. Wahrscheinlich hat Jalan recht, wir müssen das rausholen. Braucht ihr Feuer? Haben wir schon. Was? Verlass war gerade abgelenkt. Wovon redet ihr? Na gut, dann muss man sein Bein, wo er da drin. Auch so eine Bewegung sieht unter dieser aufgeschwollenen Hautblase. Hol es raus, hol es raus. Er verdraus greift mit einem Arm nach Dunar, nach seinem Bein. Hier, halt mich fest. Und, hier, Rodrigo, tu an meinem anderen Arm. Oh, das wird eklig. Hier, beiß das. Dunar gibt dir irgendein Stückchen Holz, was er gefunden hat, und klebt es dir zwischen die Zähne. Fest draufbeißen. Allerdings wird einfach auf Hölzer zu beißen, die hier rumliegen. Naja, ich schau mal. Brindischen fällt auf, dass es keine gute Idee ist. während Yalan dann mit dem angewärmten oder heißen Dolch in der Wunde herumwerken kann. Oder macht das Brindigian? Er hat mir ja gegeben, aber deswegen schaue ich mich jetzt mal so in die Runde. Ich habe Bruderschwestern, ich bin nicht so sehr erfahren in solchen Dingen. Hat jemand anders das vielleicht schon mal gemacht? Ich weiß nur, dass es raus muss. Ja, Porkom, komm mal her. Das kann er. Ohne Säge. Ja, er nimmt dir fachmännisch den Dolch aus der Hand. Und während du das Bein festhältst, kann er dann mit dem heißen Dolch in die Wunde stechen. Du kannst sehen, wie die Wunde aufplatzt, eine grüne Made herauskommt und dann brennt es in deinem Fuß, in der Wunde. Du bekommst nochmal 3 SP für das heiße Ding, für den heißen Dolch. Und während... Und es tut wahrscheinlich weh wie ab, oder? Ja, Brindigian hat auf alle Fälle die Augen frei und kann sehen, wie Alphadarius gerade auf den Axorda-Baum beißt. Axorda ist ja nichts Giftiges, oder? Ist es nichts Giftiges? Hat er ein Schwein? Nee. Ganz im Gegenteil. Da wird sogar so ein Heilmittel draus gewonnen gegen die Zorganpocken. Dagegen gibt's ein Heilmittel. Mhm.
Gang die Xordai-Rinde. Ein bedeutendes Heilmittel. Warum muss ich jetzt unwillkürlich an Aspirin aus Birkenrinde denken? Genau, dieser Baum hilft eigentlich gegen die Xorgan-Pocken, aber ja, wo auch immer der jetzt herkommt, zumindest beißt er drauf. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir an dem Lager das Ganze abbrechen und wir machen dann nächstes Mal weiter, wenn vielleicht wieder Ragnar dabei ist. Ich würde mich zumindest freuen.